Okay, wieso ist hier so dunkel? Oh, hi. Du siehst mal fast schon eher Wikinger-mäßig aus, ne? Oh, Hebel! Nice! Wir haben den Hebel gefunden! Ich glaub's ja nicht! Ich glaub's ja nicht! In der Wikingerhöhle. Nice. Nice, jetzt müssen wir bloß noch die Tür finden. Und die finden wir eigentlich normalerweise relativ gut. Großartig. Der war aber diesmal nicht ganz so schwierig versteckt. Der ging. Waren wir dort unten schon mal? Ach so, dort können wir jetzt durch. Ah ja. Hier können wir auch durch, dort sollen wir aber weiter. Der ganze Bereich ist wieder erkundbar, oder was? Das ist echt so krass. Wie gesagt, dort unten ist er. Okay, sehr schön. Das erste Retro-Level, das wir selber gefunden haben. Ich bin tot. Glück gehabt. Wieso konnte ich mich dort nicht festhalten? Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich meine, Retro-Level ist cool. Da können wir jetzt mal kurz reinschauen. Wir haben es gefunden. Klassische Karte. Doomsuhle der Verzweiflung. Okay. Netter Pfeil. Okay, ich habe einfach beide aktiviert. Was bist du? Oh, ach so, ein Vollauflader. Nice. Deine Gatling Gun mehr oder weniger? Okay, krass. Coole Sache. Sind wir auf jeden Fall wieder vollgefüllt. Oh, das hat der andere geöffnet. Hat mir leider nicht so viel gebracht. Das ist ja auch witzig, dass der Fels da jetzt so reinragt. Da kann man aber drüber laufen. Das sah nicht so aus, als können wir da drüber laufen. Okay, cool. Haben wir doch hier mal das Retro-Level und damit ein weiteres Secret. Damit fehlt uns noch eins. Wir haben noch eine Elite-Wache und eine Ruhenprüfung vor uns. Bin ich jetzt auch noch gespannt, ob wir die beiden noch finden werden. In dem Gebiet ist nichts mehr, das können wir jetzt eigentlich mal kurz nachschauen. Dort oben geht es noch irgendwo hin, aber ansonsten eher nicht. Wir schauen uns trotzdem oben nochmal um. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Was jetzt auch nicht angezeigt wird, aber das ist einfach so in der Höhle drin, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe mir eigentlich echt noch Gedanken über den Wikinger gemacht, der da so rumliegt. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Ach, und hier kommen wir jetzt darunter. Gut, da wir aber jetzt ziemlich voll sind, was Muni angeht. Und wir jetzt auch das Retro-Level gefunden haben. Können wir damit eigentlich weitermachen. Wunderschön, wir kommen der ganzen Sache langsam näher, denke ich. Damit hoffentlich auch irgendwie dem Portal. Dort oben, genau. Na gut. Karte aktualisiert. Wir haben langsam echt viele, viele Waffen, muss man sagen. Langsam sollte ich vielleicht mal dran denken, richtig durchzuschalten, also mit Tasten. Nicht mehr so, oh, 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 nice. Komm schon, ihr werdet mir doch... Einer von euch muss mir doch, nice. Verwüstepatronen. Was war das jetzt, wenn wir zielen, machen wir jetzt deutlich mehr Schaden, oder wie? Du da, genau. Beim Zoom abgefeuerter Munition verwendet experimentelle Patronen, die schweren Schaden verursachen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So, jetzt können wir hier mit der schweren Schrotflinte, mit der Superschrotflinte tatsächlich, können wir jetzt solche Gruppen auch immer wieder... Das funktioniert natürlich so nicht. Boah, wie ewig der einfach braucht, ne? Das hat nicht ganz getroffen. Nice. 1 von 30 zwar erst, aber hey. Damit haben wir jetzt auch mal angefangen. Was zur Hölle ist dort hinten los? Das gefällt mir so... Wow, was? Wieso bekämpft ihr euch? Okay, und tschüss. Ach doch nicht, tschüss. Ist jetzt gestorben? Wieso bekämpft ihr euch, frage ich mich. Ist ja mal wieder so typisch, dass ich da nichts treffe, ne?
Meiner. Killstil. Wow, der hat keine Chance mehr. Ein Revenant. Gut, okay, der Revenant hat auch schon ein bisschen aufs Maul bekommen. Von dem Mancubus, aber trotzdem. Revenant, der so schnell einknickt. Das ist schön. Wo geht ihr denn hin? Ach, jetzt in meine Richtung, okay. Das geht eigentlich sogar. Also jetzt mittlerweile kann man da echt gut Schaden raushauen. Uns fehlt noch ein Secret. Wir werden sehen. Wupp. Und hier nochmal rüber. Oh Gott, okay, wir können auf der Kette stehen. Das war jetzt ein bisschen knapp. Die Sprünge sind ja auch echt immer schwierig zum Abpassen. Und nochmal eine Datei. Mancubus, ah, okay. Da haben wir gleich wieder. Okay. Die Mancubi haben diese ekelerregende Eigenschaft allerdings zu einer Waffe gemacht. Sie sind sie ausgewachsen, bildet sich ein chitinartiger Überzug über den Händen, sodass ein äußerst widerstandsfähiger Lauf entsteht. Durch das verrottende Fleisch in ihrem Innern bilden sich giftige Abdünstungen, die aus den Läufen treten. Der Mancubus kann diesen Auswurf über eine erstaunliche Distanz aus dem Lauf feuern. Unter dem gewaltigen Druck entzündet sich der Schleim, sodass der Mancubus über einen sehr effektiven biomechanischen Flammenwerfer verfügt. Das haben wir gesehen, ja? Das haben wir durchaus gesehen. Okay, das war Nummer 2. Wie, das hat nicht getroffen. Da. Ja, ich weiß, Flammenwerfer. Habe ich mitbekommen. Da, friss. Ist direkt dran. Wunderschön. Okay, damit haben wir ein bisschen mehr über die Mancubi beigelernt. Will ich zwar vielleicht nicht unbedingt, aber hey. Wissen ist Macht. Wo kommen wir denn jetzt aber wieder hin? Ich meine, ihr seid nicht schlimm. Ihr gebt mir einfach bloß die ganze Zeit diese Dings, diese Verbesserung. Ach was, nein. Hört aber schon ein bisschen arg rein, ne? Nice. Es geht mit den Viechern echt gut. Und wir bekommen ja auch immer wieder Schrotmuni. Ich habe aber langsam die Sorge. Oh, nochmal so eine Botschaft, ja. In seinem Kampf gegen die schwarzen Seelen der Verdammten zeigte sich seine Macht. Für seinen Kreuzzug verliehen ihm die Seraphim gewaltige Stärke und Schnelligkeit. Und so zerstörte er die schwarzen Säulen der Bluttempel. Er begann seinen Marsch. Fern von Gnade für die Bestien der neun Kreise. Unbesiegbar, unbekehrbar und unnachgiebig wollte der Schicksalsschlechter die Herrschaft des Dunklen Reichs beenden. Und damit sollte klar sein, dass wir der Hellwalker sind. Was für Namen wir so alle haben, ne? Doom Marine, Hellwalker. Das ist schon eigentlich ziemlich cool. Okay, ey, wieso prügelt ihr euch mit dem? Der hat euch nichts getan. Der arme Kleine. Da, tschüss. Beide erledigt. Du liegst da einfach so rum? Wow. Tschüss. Das war cool. Voll in mich reingesprungen. Hoppla. Wow, was? Nein, dort hinten. Ja. Wow, wie... Die haben den Imp gekillt? Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, da habe ich voll verfehlt. Könnt ihr mich jetzt beide mal angreifen? Danke. Ach, es ist immer so knapp. Ich hasse das. Ja, tschüss. Zack deine Hand, auf Wiedersehen. Okay, nehmen wir den nochmal mit. Das war jetzt irgendwie einfach. Und damit haben wir jetzt gleich zwei Sachen bekommen. Damit bekommen wir jetzt ja nämlich auch noch einen Waffenpunkt.
Bekommen wir nicht? Hatten wir den jetzt schon? Nee, aber es gibt doch bloß 4. Okay, mir hat jetzt irgendwie die Anzeige für die Herausforderung gefehlt. Aber hey, solange wir sie bekommen haben, ist alles gut. Und tschüss. Ich muss echt sagen, ich habe bisher kaum in dem Level die Pistole benutzen können, tatsächlich auch. Und wenn ich sie ja sehr mag, man hat nahezu nie die Möglichkeit. Das ist echt was Krasses. Okay, uns fehlt ja wirklich bloß noch die eine Runenprüfung. Ich habe irgendwie langsam das Gefühl, dass wir in Richtung Ende kommen. Oh ja, so wie wir zugekleistert werden hier gerade. Da haben wir nochmal ein Dings. Ich schau mal kurz über die Runenprüfung. Ja, wir haben die auf jeden Fall verpasst. Oh Gott, dort hinten. Dort hinten haben wir die verpasst. Das ist fast schneller, das Level da dann nochmal neu zu starten. Das mache ich dann das nächste Mal, das Level nochmal neu starten. Weil so weit bringt uns das jetzt nichts, so weit zurückzulaufen. Ja, aber da war doch ein Gitter davor, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Hm. Oh, Olivia Pierce. Na, wir müssen mal schauen. Olivia Pierce ist die Leiterin in der biomechanischen Forschungsabteilung des Argent-Komplex. Ihr Studium in Biomechanik und Genetik in Straßburg beendete sie mit Auszeichnung und schloss sich dann ihrem ehemaligen Mentor Samuel Hayden an, um das Lazarus-Projekt auf dem Mars zu leiten. Ein paar Monate nachdem sie im Argent-Komplex angekommen war, wurde bei ihr eine akute idiopathische Skoliose diagnostiziert. Okay, was auch immer das ist. Die Ursache dieser Deformierung ist nicht bekannt. Angesichts der Aussicht auf ein weiteres Leben im Rollstuhl entschied Olivia sich einen experimentellen Eingriff zur Stärkung ihres Rückgrats. Ah, okay, sowas in der Richtung. Nach mehreren Monaten ist in absolute Zurückgezogenheit erschien sie schließlich mit einem neuen Titan-Exoskelett, das man in ihre Wirbelsäule integriert hatte. Zwar ermöglicht das Exoskelett Olivia sich ohne weitere fremde Hilfe fortzubewegen, dafür füllt es sie jedoch mit qualvollen Schmerzen. Aus Furcht, eine Schmerzbehandlung könnte ihren Verstand vernebeln, lehnte Olivia jede Form von Schmerzlinderung ab. Ach, du große Güte. Das heißt, es ist da nicht irgendwie schön eingebettet oder so, nee, es wurde einfach bloß reingerammt, um es zu stabilisieren. Wow. Das kann auch erklären, wieso es so merkwürdig pinguinartig läuft. Oh Gott. Und das kann natürlich erklären, wieso sie, ja, jetzt bei den Dämonen mitmacht. Okay. Na, wer will spielen? Ich will spielen, und zwar damit. Das macht doch so Matsch aus dir. Hi. Bye. Na, nicht ganz. Doch, okay, ein guter Treffer macht Matsch aus jedem. Nee. Auf jeden Fall. Ein Revenant, verdammt. Ja, war klar. Wir hätten nochmal einen Raketenwerfer feuern können. War aber eigentlich schon zu spät. Die Chain Gun. Ich glaube nicht, dass wir die Chain Gun so oft benutzen werden können. Es ist gerade schwierig. Auf wen konzentrieren wir uns denn jetzt wieder zuerst? Auf dich da. Ach, jetzt. Kannst du drauf gehen? Nein? Danke. Wunderschön. Das macht den nämlich wenigstens auch ein bisschen. Wow, ein bisschen Schaden, ja? Mancubus. 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 Und Mancubus. Ich dachte, du wärst bis jetzt gestorben. Na, jetzt bist du gestorben. Okay. Du bist irgendwie passiv gestorben, ist mir aber auch recht. Dank den Kieferbruch hätten wir das letzte Mal gebrauchen können. Oh, wunderschön. Das ging sehr schnell weg. Wieso? Wow, okay. Ich dachte nicht, dass das nur so kurz hält. Oh Gott. Das ist zwar... Aua. Ich wollte gerade sagen, keine gute Idee, aber ich dachte, es funktioniert. Ich wusste nicht, wie lange die Granaten detonieren. Okay, zwei Höllenbarone und ein Mancubus sollten hier noch irgendwo rumhängen. Höllenbarone habe ich gefunden, Mancubus aber auch mehr. Das hat nicht so gut funktioniert.
Das riesengroße Problem ist halt, dass mich immer noch beide verfolgen und beide irgendwie blöde Wege gehen können, sodass sie mich abpassen oder mir so einfach so Schaden machen. Ich brauch das. Ich brauch das und ich bräuchte den Mancube ist mal tot auf jeden Fall. Das war gerade eben, ja, sehr wichtig. Das war einfach bloß alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin davon ausgegangen, dass er mit einem Ding stirbt. Nice. Stein. Hilfe. Ich muss das Zeug halt komplett aufladen lassen. Das ist das Wichtige dran. Sonst macht es, glaube ich, kaum Schaden. Puh. Das war auch ziemlich knapp. Hilfe. Ich wollte gerade sagen, du solltest jetzt eigentlich so gut wie tot sein. Du eigentlich auch, oder? Du siehst auf jeden Fall auch schon angefressen aus. Ja, Gott sei Dank. Puh. Das war wieder anstrengend. Wir müssen am ehesten noch mit dem Man-Cube ein bisschen besser klarkommen. Aber ansonsten geht das eigentlich. Tja gut, wir haben ein Secret verpasst und eine Runenprüfung. Beides wird wohl das gleiche sein. Na gut, wie gesagt, holen wir uns dann, denke ich, nach. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Er hat da auf jeden Fall einen bedeutenden Fund gemacht. Ich weiß aber nur nicht, was er mit uns tatsächlich vorhatte. Das wird alles noch sehr interessant. Jetzt würde ich sagen, kehren wir aber tatsächlich erstmal zum Marz zurück. Teleportersteuerung, Portal aktivieren. Wunderschön, ins Feuer! Haben wir relativ gut erledigt. Die eine Runenprüfung fehlt uns jetzt halt. Wie gesagt, die kann ich aber dann nachholen. Aber ansonsten lief es eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Haben wir diesmal sogar das Retro-Level gefunden. Da bin ich sehr stolz auf mich. Hätte ich ja schon nicht mehr damit gerechnet. Aber ansonsten sehr cooles Level. Auch sehr, sehr interessant, was die Dings angeht, was die Story angeht. Bekommen wir jetzt tatsächlich mal so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Wer sind wir? Was haben wir gemacht und sowas? Und wie sind wir überhaupt auf den Mars gekommen? Und ja, das erklärt jetzt vielleicht so ein paar Sachen. Und wir sind dann aufgestanden durch die große Lazarus-Welle wahrscheinlich, die dann ausging und die ganze Station übernommen hat. Das war ja, wie gesagt, der Auslöser. Denke ich zumindest. Von der ganzen Sache. Ich bin noch gespannt, wie sich das jetzt ergeben wird. Ich bin jetzt auch echt gespannt, wo wir jetzt hinkommen werden. Wir kommen jetzt ja wieder zu UAC. Aber das Höllenportal ist jetzt natürlich auch schon die ganze Zeit aktiviert gewesen. Das heißt, während wir uns hier durch die Hölle geprügelt haben, ist die Hölle natürlich auf den Mars gekommen. Deswegen, ich bin höchst gespannt, was da noch passieren wird. Und von Olivia Pierce, wir wissen jetzt nicht, ist sie tot, ist sie nicht tot? Ich gehe mal davon aus, dass sie tot ist. Das wäre aber so ein typisches Comeback vom Charakter, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet. Also ich bin mal sehr gespannt. Es ist noch alles offen jetzt tatsächlich. Auch was Samuel Hayden mit uns vorhatte, wieso er uns versteckt hat und so. Das bleibt alles noch sehr interessant, aber das werden wir erst das nächste Mal ausfinden, weil ich jetzt erstmal Schluss machen werde. Die Level sind sehr schön lang, das gefällt mir gut. Da kann man so ein Level mal machen. Für ein zweites reicht es jetzt gerade eben nicht mehr unbedingt, auch wenn ich sehr gerne weiterspielen würde. Aber wir machen dann echt das nächste Mal weiter. Das passt dann immer so schön aufnahmesweise rein. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Doom. Wenn wir dann tatsächlich schauen, was von der UAC noch übrig ist. Also dann, ciao!